Ja, guten Morgen, Freunde. Ja, herzlich willkommen zum neuen Backstage-Vlog. Ihr seht noch, es ist noch total dunkel. Wir haben 5:07. 5:07, Samstagmorgen. Ich verschwinde im total Dunkeln. Man müsste da das noch irgendwie das Blitzlicht nach innen anschalten können, ne, als Beleuchtung. Das wäre keine schlechte Idee hier, ne, Samsung. Mach da mal noch einen Knopf für. Ja, heute geht es wieder mal los. Endlich wieder mal einen kleinen Backstage-Vlog. Und nämlich, wir fahren übers Wochenende zur EKS nach Straßburg, European Knife Show. Und da werden wir mal schauen, wenn wir alles treffen und was für coole Produkte wir vielleicht sehen und vielleicht sogar für euch mitbringen. So, jetzt muss ich aber erstmal für Family schnell Brötchen holen gehen. Da vorne ist nämlich schon der Markt. Die Jungs und Mädels stellen besonders früh auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher nochmal schnell im Auto mit Richie. Da komme ich nachher abholen. Und dann im Hilton schauen wir, wenn die Show losgeht. Hol euch einen Kaffee, hab viel Spaß und ja, gute Unterhaltung. Ja, hallo Freunde. Ja, im Auto hat man jetzt sehr viel zu besprechen, deshalb gab es jetzt da kein zusätzliches Intro mehr. Wir haben genau 10 Uhr, unten stehen die Leute Schlange, von hinten vom Saal bis zur Eingangstür hier vom Hilton. Aber wir haben jetzt erstmal unsere Zimmer bezogen, aber ist ja gut, wir sind ja hier weder Aussteller noch hier die Chefeinkäufer. Wir sind heute eigentlich eher zum Spaß da und schauen, ob wir ein paar schöne Stücke noch bekommen können. Ich glaube, ich hatte schon mal nicht dasselbe Zimmer, aber hier auf dem Stockwerk. Da drüben ist ein neues Kongresszentrum. Sehr cool. Wir haben mal einen Blick ins Zimmer. Diesmal ist kein Economy Room, sondern ein Business. Erkennst du das richtig schönen Schreibtisch hier? Da kannst du mal richtig noch schön was arbeiten. Notebook habe ich dabei. Läuft. Ja, ist cool. Bad. Passt. Großes Bett. Wenn wir dann heute Nacht hier hoffentlich gut nächtigen. So, wir gehen jetzt gleich mal runter. Richie hat die Hunde dabei, der muss jetzt noch schnell eine Runde Gassi gehen mit den kleinen Hündchen. Und jetzt werden wir mal gleich runtergehen. Gudi hat einen Stand hier. Und da werden wir jetzt gleich mal hingehen. Noch ein paar Messer dabei und ja, mal schauen, was es heute so Schönes auf der EKS zu schauen gibt. Also, gleich geht's los. Obwohl unten müssen wir erstmal die Riesenschlange abarbeiten. Also, Wahnsinn. Wo wir letztes Jahr hier waren, waren ein bisschen früher hier, da haben wir noch unten gefrühstückt im Hilton, da haben wir ein sehr gutes Frühstücksbuffet. Da sind sie gestanden bis zum Frühstückssaal. Jetzt durch die komplette Lobby und die ist ja hier echt groß bis zum Eingang raus. Also ich denke, das wird heute gut für die Hersteller, die hier sind, für die Custom-Messermacher. Also rappelvoll die Lobby. Ich dachte erst, Alter, wollen die alle ins Hotel? Nee, die wollen alle auf die Messe. Also, wer heute hierher gekommen ist als Aussteller, hat vielleicht die Chance auf gute Geschäfte. So, Rucksack wieder am Start. Mein schöner Reiserucksack, Inatec. Da gibt es demnächst ein neues Video drüber. Ich habe mir einen zweiten besorgt. So für Tagesausflüge gibt es demnächst ein Video. So, jetzt geht's aber los. Wir gehen mal runter. Also, wir sehen uns gleich in der Messe. Ich warte jetzt noch hier in der Lobby, bis mal der größte Ansturm vorbei ist, dass wir hier auch mal reinkommen und es hört nicht auf. Die Lobby hier ist ja wirklich groß, die war wirklich rappelvoll und alle Leute sind jetzt hier in Schlange dann hier, um reinzukommen und es hört nicht auf. Also ich bin jetzt zum dritten, vierten Mal da. Ey, Güdi! Hier! Güdi, mein Freund, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Ciao, mein Freund. Oh. How are you? Servus. Yeah. Wie geht's mit dir? Gut, super. Ja, bist du wieder gesund jetzt? Ja. Zu 2 Wochen flach gelegen. Ach so, schöne Scheiße. Du. Ja. Ja, richtig. Ja. Obwohl es schon seit 25 Minuten Einlass ist, ist die Schlange immer noch bis hier an den Eingang des Hotels abgefahren. Abgefahren, was heute los ist. So ein Ansturm habe ich auch noch nicht hier gesehen. Heute im Hilton im Straßburg. Also gut für alle Händler, die heute, oder für alle Custom-Messermacher, die heute hier die können auf gute Geschäfte hoffen. Jetzt weiß ich nicht, wo Richie steckt, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich mit den Hunden. Die mussten jetzt dann nämlich wahrscheinlich dringend auch nochmal Gassi.
Aber wir brauchen nicht pressieren. Güdi hat seine Messer und kann schon mal am Stand alles aufbauen. Und ja, wir kommen dann später gemütlich rein. Ich hätte jetzt echt Bock erst noch auf einen Kaffee. So einen schönen französischen Kaffee. Wäre jetzt eine geile Geschichte. Oh, geiles Wetter. Endlich wieder draußen, ein bisschen unterwegs. Herrlich. Lang genug drin gesessen und gelegen. Keinen Bock mehr gehabt. So, aber heute und morgen ein bisschen hier Spaß. Urlaub in Straßburg. So, draußen stehen die letzten Leute in der Schlange an. Dreiviertel Stunde Einlass, wirklich unglaublich. Und wir machen jetzt aber trotzdem erstmal eine wohlverdiente Frühstückspause hier mit einem schönen französischen Latte Macchiato. Und schaut mal, was wir hier für schöne Schätzchen liegen haben. Die Messer sind... Wegen der Messer Anreise. Sind, wir hatten ja auch die weiteste Anreise. Ja, genau, die weiteste Anreise. Wir sind ganz gemütlich. So langsam ist Ritchie, glaube ich, noch nie Auto gefahren, seit ich ihn kenne. Hier sind Leckerbissen und die sind for sale, ne Ritchie? Ja. Die sind for sale, also wer hier scharf drauf ist. Das sind die Super Güdi Customs. Ne? Hier nochmal ein schönes großes Chitano mit Carbon. Carbon Fiber. Und das hier ist natürlich ein großes Chitano. Das ist natürlich ja, Königsklasse. Königsklasse, kann man nicht anders sagen. Hier noch ein kleineres. Wie gesagt, alle for sale. Schaut mal im Shop vorbei. Ja, aber das ist Custom. Ja, Full Custom. Das ist keine Reate. Ja? Das weiß ich. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Aha. Die Teile habe ich nämlich, haben wir nämlich bezahlt, weißt du? Da kann er uns mal ein paar liefern von denen. Ja, oder? Das wäre cool. Na gut, vielleicht nicht gerade mit Star Wars drauf fürs Business, aber sonst. Und auch das ist schön, sehr schön gemacht hier, das Stück. Ja, das hat er gut gemacht. Ja. Auch die kleinen Messer, die Accessoires, die Anhängermesser, die sind super geworden. Wart ihr schon drin jetzt? Nein, wir sind schön angekommen. Und gleich mal hier unser Freund Tim mit neuen Messern am Start. Ja, schon richtig voll. He loved this knife so much, he said. Be careful, yeah? Ja. Ja, also drei haben wir davon. Man kann es ja gerne eins sagen, dann den Schwarz. Aber den gibt es halt nur drei Mal. Oder wir haben es aber auch nicht. Wir haben es mitgegeben, das Mal. Und dann haben wir auch der andere, das ist quasi die von denen, da kam der Unnummeriert, die Metzfahrer. Und dann hat einer Festbau kommen raus. Aber wenn wir haben drei Stück, also zwei haben wir, einer ist schon jetzt worden, aber zwei haben wir, das haben wir noch eins zu lassen. Wenn du das haben willst, schwarz sind, ich habe noch eins im Lager, weil das wird schon runterbleiben. Hier unser Freund Pierre Thomas. Ja, der T-Shirt hat auch schon gut abgenommen. Ich glaube, das läuft heute ganz gut. Ich meine, der Laden ist ja auch richtig voll, ne? Ja, heute läuft das Business recht gut an. Manche Tische sehen schon verdammt leer aus. Macht ja nichts, dann kann ich hier alles kaufen und verkaufen. Ne? Was haben wir hier Schönes? Ja, mein Blick in die neue Akquise. Ein Medford, was für das Injection, ne? Genau. Hatte ich sogar auch mal eins, wenn mich nicht alles täuscht. Und das jetzt mit S45VN. S45VN, okay. Genau. Schön, all black. Und große Hardware, ne? Große Clip. So. Jo, geil. Kann man auch schön, sagen wir so, ist ein Medford, das kann man schön EDC'en. Das ist noch, also immer von der mittleren Größe. Ja, für ein Medford ist es. Für ein Medford ist es ein Gentleman-Foto. Ja, das ist genau richtig. Ja, jo, geil, viel Spaß mit. Danke. Ja, holy moly. Wir machen gerade mal eine kleine Pause. Wir haben ein bisschen was eingekauft, aber die
Die Kundschaft ist hier heute regelrecht reingestürmt. Das ist interessant. Das Business kommt zurück. Die Kunden kommen zurück und sind scharf auf gute Messer. Da hast du ganz genau gesehen, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Die guten Tische waren nach 3 Stunden nach der Eröffnung ausverkauft. Also, man sieht, es ist gut. War ein guter Start für die Messerhersteller. Nachfrage stellenweise höher als das Angebot. And it's a new knife, eh? When you use it, right. The spring is more, is loose, it's carbonizing. Yes, tungsten carbonizing. Yes. Yes, I know. And now sometimes it's sticky. When you open it very strong, it's a tack, wow. Turn the knife, put the finger, and it's closed. Restart the new. restart the movie. Don't open it too fast. Hi, Goody. I'm with my friend from Tout for Gents. Yes. And Goody from Popal. And Bianca. No man is no woman. No, that's true. Okay? Good. Yeah. Look at this one. Gitano. Gitano en français. We say Gitano. Yeah. Look, amazing design. When I see this design, we know immediately it's a Goody Van Poppel knife. Yeah? And wow! Wow! The detail is amazing, Goody. Yeah? Thank you, Lionel. Thank you, my friend. And you have seen the logo, yeah. Poppel. Poppel, sure. Always I want the Poppel logo, you know? Yeah, skull, yeah. Skull, skull. Yeah. In 10 years, I asking for you, I want the skull. Look at this. Not me, but the knife. Here we are, best kitchen knives. Alors, les nominés pour le prix. Il y a 3 nominés pour le prix. Joël Mater. Théophile Philippot. Et my friend Rudy Van Poppel. Attends, you're just nominated. Hang on. You're just nominated. Wait. Attends. Et le gagnant est Joël Mater. Ja, Freunde, es war jetzt noch ein langer Tag, langer Abend, aber wir waren noch schön mit Güdi und Bianca Abendessen, noch ein bisschen ausklingen lassen, sondern jetzt wird es langsam Zeit, dass der Hillbilly ins Bett geht. Ne? Und morgen wird es wieder ein langer Tag. Ne? Wir haben ein bisschen was eingekauft, Kleinigkeiten, also diesmal haben wir uns wirklich zurückgehalten. Die Leute haben nicht geglaubt, dass wir gesagt haben, wir haben nur so wenig. Aber die guten Tables waren halt gleich leer. Wir waren noch lang draußen, haben wir gesprochen, wir haben ein Meeting gehabt. Und bis wir in die Messe rein sind, war die guten Tables ausverkauft. Da siehst du mal, die Kunden kommen zurück, die Käufer kommen zurück, Business geht wieder los. Positiv, sehr positiv. Ja, und dann haben wir nur so ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Also, good night, friends. Ja, good morning, my friends. Ja, direkt hier vor meinem Zimmer, auch in meiner Zimmerhöhe ungefähr, sitzen so, man sieht es nicht genau, aber ich sag mal mindestens 100 Kräne. Ah ja, da brauchst du morgen keinen Wecker. Da brauchst du um 6 Uhr keinen Wecker, denn die Jungs hier, ne, Hugin und Munin und seine 98 Kollegen, schmeißen dich dann da um 6 Uhr aus dem Nest. Ja,
Nacht war gut, gut geschlafen, trotz brettharter Matratze. Also ich hätte genauso gut auf dem Boden schlafen können, das wäre nicht härter gewesen. Ich bin noch ein bisschen früh dran. Aber da werden wir nachher mal das Frühstücksbuffet abchecken. Ne? So, Sonntagmorgen. Das ist, ja, die Messe hat vor einer Stunde aufgemacht. Und es sind für Sonntagmorgen doch schon einige Leute da. So, wir haben jetzt Mittag. Christoph ist auch noch hier. Hallo, wie geht's? Wir haben jetzt ein langes Meeting gehabt und noch ein Video aufgenommen. Das seht ihr dann im YouTube-Kanal von Kurz vor Chance. Da sind wir noch bei Güdi. Ja, ich nehme jetzt mal eine Weile. Ja. Jetzt kann das, ja? Ja, genau. Mittags. Güdi macht Mittagspause, hat er sich verdient. Guck mal hier. Okay, wird eine etwas längere Mittagspause. Ja, ich habe es was. Ja, echt, das zeig mal her. Liebe Leute, dieses Messer ist keine taktische Buttermesser, glaub mir. Das ist ein Survival-Tool, ist keine Survival-Messer, nur ein Survival-Tool. Und da kommt, die Bilder kommen, alles kommt. Hat Instagram-Pagina ST4SP, Special Things to Special People. Viel Spaß und wir sehen uns. Erklär mal kurz, warum das so eine komische Schneide hat und warum das so ist. Wieso sich die meisten wenn du müde bist und wenn du in einer Stresssituation bist, ja, und das Mess geht nach unten, ein Punkt geht da rein, dies geht nicht da rein. Siehst du? Nicht gefährlich. Aber Schneiden macht dir, Holzsplitzen macht dir, Feuerstahl geht, alles geht. Und kannst du auch brauchen wie ein Blunt-Tool, wenn das nötig ist. So. Und Hebel, oder? Und Hebel und alles. Wenn du eine Tür hast, die offen musst, Holz brechen, geht auch. So, das ist ein Tool, kein Messer, ein Survival-Tool. Weil es auch sehr viele Verletzungen gab bei Survival- Nicht und Stresssituationen. Aber wenn du bist in die Armee und du gehst nach die Spezialeinsatzteams und da hast du eine Stresssituation und die du schlafen bist ja nicht. Ja, ohne Schlaf, 80 Stunden ohne Schlaf, wenig getrunken, wenig gegessen, dann ist der Punkt von der Messe sehr gefährlich. So. Ja, jetzt habt ihr was gelernt. Kommt dann auch irgendwann mal als Serienmodell. So, Richie ist auch gerade da. Richie ist da, genau, da ist Richie. Jetzt machen wir eine kleine Verabschiedungstour und dann werden wir uns dann langsam auf die Rückreise machen. Und ja, sobald ich zu Hause bin, werden wir dann mal ein Video hier fertig machen und demnächst hochladen. Ne? Also, das war's von der European Knife Show hier in Straßburg 2023. Schön war's. Christoph Verstappen, ich werde mal seinen Instagram-Kanal verlinken, abonniert ihn mal. Da kriegt ihr alle Neuigkeiten so ein bisschen mit von ihm. Tschüss. Alles klar, ciao, Freunde, macht's gut, bye bye.